hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Wir sind auf der Insel gelandet, letzte Folge, mit der Nachricht, dass die Sunbeam in 34 Minuten kommt und uns abholt, kurz bevor wir richtig anfangen zu spielen. Ich wollte kurz anmerken, weil viele nicht wussten, wann Subnautica überhaupt immer kommt und weil das ja alles ein bisschen durcheinander war. Subnautica kommt jetzt immer montags, mittwochs und freitags auf meinem Kanal. Also falls ihr das gerne guckt, dann könnt ihr an den Tagen schauen, dann wisst ihr ungefähr Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal an. Hier steht, dass die hier landen. Da muss ich jetzt eigentlich noch nicht wirklich was machen. Das sieht wirklich fancy aus. Können wir da rein? Können wir uns das angucken? Ich würde mal sagen, wir gehen da hin und schauen uns das mal an, das Ganze. Ob es hier irgendwo einen Eingang gibt oder was ähnliches. Wir haben noch 33 Minuten, also würde ich sagen, es ist alles eher auf einer entspannten Basis. Hier muss man eine Tafel einsetzen. Ich habe nun mal leider keine Tafel dabei. Das heißt, ich werde jetzt gucken, ob ich irgendwo eine Tafel finde. Und da irgendwas zum Einsetzen habe. Was ist das hier? Okay, das ist einfach nur Deko. Was haben wir hier? Mir wurde gesagt, dass... Ich glaube, diese Bäume sind das tatsächlich. Warte mal, ich muss mein Messer ins Inventar holen. Dass diese Bäume tatsächlich die guten Bäume sind, mehr oder weniger... Und die essen, hoppala, die Essen und Trinken bringen und deswegen wohl ziemlich cool sein sollen. Inventar voll. Warte mal, ich probiere das mal. Können wir den essen? Oh ja, der bringt Essen und Trinken. Das ist nice. Aber dann schneide ich mir doch noch einen Schnitz ab. Ja, das ist Inventar ziemlich voll. Oh, hier sind auch die kleinen Krebse, die auch auf der Aurora waren. Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, wie man rennt. Gern geschehen. Die Insel sieht echt... echt schön aus. Ich frage mich, ob man da irgendwie hochkommt, aber hier ist jetzt erstmal so eine Art... Ey, ey, ey! Kommst du? Hast du Stress? Oh, der springt wirklich richtig auf dich, ja? Jo. Belastend. Oh, okay. Wir haben hier so eine Art unterirdisches Höhlensystem. Können wir da eigentlich ins Wasser? Irgendwie ist es echt dunkel, aber wir haben es wahrscheinlich einfach gerade... Nee, wir haben keine Nacht, wir sind einfach nur eingesperrt. Oh, wir können da runter? Irgendwie hat das nochmal was ganz anderes, in so einer Insel, in so einem Schacht runter ins Wasser zu schwimmen. Ich weiß, wir sind die ganze Zeit im Wasser, aber es fühlt sich irgendwie voll anders an. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich nichts von Interesse für mich. Oh, es fühlt sich an, als wären wir so tief und wir sind ja... Warum sind denn jetzt die Krebse auch im Wasser? Es fühlt sich an, als wären wir so tief, aber wir sind gar nicht so tief. Wir sind einfach nur in der Höhle. Es sieht sehr hübsch aus. Also wirklich extrem hübsch. Ich glaube, ich gehe aber mal lieber hoch und erkunde weiter. Weil mir das ein bisschen suspekt ist, okay? Es ist mir ein bisschen suspekt. Kamen wir hierher? Ich glaube, ja, ich glaube schon. Wir haben noch 30 Minuten, also würde ich sagen, alles auf entspannter Basis. Ich erleuchte hier mal aus. Oh, guck mal, da können wir doch mal was mitnehmen. Lithium. Lithium haben wir doch gar nicht. Oh nein, Krebsi. Oh, wir haben es tatsächlich Nacht. Okay, wisst ihr was? Ich darf mich von den Krebsen nicht so unterbuttern lassen. Die machen mir keine Angst. Du machst mir keine Angst, Krebs. Ich will zu diesen... Aha, du denkst, du hast mich, ja? Tot bist du jetzt. Tot bist du! Lass es den Artgenossen ein Beispiel sein. Schieferausbruch. Noch mehr Lithium. Diamant! Oh, wir haben endlich wieder Diamant, ha? Bam! Oh, Mist. Inventar ist voll. Wisst ihr was? Dann essen wir nochmal unsere Knollen. Oh, nee, die können wir nicht essen. Die ist alt. Was haben wir noch? Wir sollten vielleicht mal ein Medikit benutzen. Und ein Schlückchen Wasser trinken. So, dann haben wir auch mehr Platz im Inventar. Warum passiert mir das die ganze Zeit? So, wir nehmen das Lithium. Wir nehmen noch Gold. Oh, gib mir das Gold. Tudum. Knollenbaumgrube. Achso, das ist das da. Noch mehr Gold. Okay, wie kann das eigentlich so viel Platz im Inventar einnehmen? Seht ihr, wie viel das ist? Seht ihr, wie viel das ist? Und das hat 4 Plätze eingenommen. Wirklich. Okay, hier ist mein toter Freund. Und hier ist noch mehr...
Ich weiß zwar nicht, was man mit Lithium machen kann, aber ich bin sehr erfreut. Wenn ich renne, geht meine Taschenlampe aus, deswegen mache ich das gerade ungern. Weil es hier ziemlich dunkel drin ist, aber ich gehe einfach mal wieder aus der Höhle raus, dann ist es ja irrelevant. Oh mein Gott, ist der Mond von hier aus groß. Wow. Wow. Okay, Frage Nummer 2. Erstmal, wo komme ich hier irgendwie hoch? Frage Nummer 3. Was ist das? Das ist eine Motte. Frage Nummer 4. Wie finde ich ein Tablet, um in diesen Turm reinzukommen? Okay, ich gehe jetzt einfach mal auf die andere Seite von diesem Turm, falls das irgendwie geht. Es ist sehr cool ausgeleuchtet, okay? Irgendwie muss man doch da rumgekommen. Also, da muss man noch rumkommen. Was ist, wenn ich einfach unten durchschwimme? Oh! Never mind. Warte mal, das können wir nur scannen. Das ist tatsächlich nichts, was wir selber haben. Violettes Tafelfragment. Gucken wir uns das mal an. Und zwar, dieses kohlenstoffhaltige Gerät ist leichter, als es aussieht. Es enthält ein Symbol, was einem U ähnelt und violett leuchtet. Obwohl, irgendwie vibriert das hier, kann das sein? Keine offensichtliche Anschlussmöglichkeit. Was es sollte möglich sein, eine genaue physikalische Kopie des Geräts bei Bedarf... Oh, okay, wir können das selber bauen wahrscheinlich. Moment, wartet mal. Wir können mal auf Baupläne gucken, ob wir das jetzt irgendwo drin haben. Ja, violette Tafel. Wir brauchen nur 2 Diamant und einen Ionenwürfel. Ja, oh mein Gott. Nur 2 Diamant und einen Ionenwürfel. Was ist das schon? Kraftfeldsteuerung. Können wir auch mal scannen. Wir scannen jetzt, okay? Wir sind Scanner, Leute. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich würde hier gerne rein. Okay, wisst ihr was? Hier ist irgendwo ein Tablet. Ich spüre das, okay? Es wird hier irgendwo sein. Ich sage, das hier ist nicht der Eingang, durch den wir wollen. Oh, warte mal, können wir hier hoch? Nee, können wir nicht. Können wir immer noch nicht. Wir gehen jetzt durchs Wasser. Alles klar? Und dann suchen wir nach einem Unterwassereingang. Ist das ein Plan oder ist es ein Plan? Guck mal, das sieht aus wie ein Unterwassereingang. Nee, das ist einfach nur... Oh, never mind. Das ist einfach nur ein Kabel. Oh, das ist so crazy, das Ding. Wie tief geht das denn? Sag mal. Das ist ja verrückt. Das ist ja absolut verrückt. Ah, nein, 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 nein. Nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Oh, ah, ah, ah. Zu dir gehe ich überhaupt nicht in die Nähe. Du bist nicht mein Freund. Oh, die machen mir Angst. Die Viecher, die machen mir so Angst. Ich meine es ernst. Das ist überhaupt nicht mal witzig. Okay, meine Taschenlampe hat noch 15% Energie, Leute. 15%. Wir sind fast auf die andere Seite geschwommen. Das heißt, hier wird ja wohl irgendwo ein Eingang sein. Ich bitte euch. Hier ist die Aurora. Warte, ist das so nah an der Aurora dran? You kidding? Wirklich? Ich bin leicht irritiert. Wo ist denn jetzt... Und hier ist jetzt wieder die Insel. Okay, wir gucken mal, ob wir hier irgendwo rankommen, aber das sieht absolut nicht so aus. Belastend. Und jetzt? Jetzt ist es einfach nur so, haha, herzlichen Glückwunsch, du bist von der falschen Seite auf die Insel geschwommen. Du kannst hier leider überhaupt nichts machen, außer nix. Warte mal, man kann bestimmt über das Kabel hier irgendwie rüberlaufen, oder? Aber das macht keinen Sinn. Warte, komme ich über das Kabel hoch? Warte mal, warte mal. Oh, warte mal! Tafel! Yeah! Ich habe eine Tafel, Leute. Gute Nachrichten. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch irgendwie wieder auf die andere Seite kommen, wo man diese Tafel einsetzen konnte. Ich will da jetzt nicht mehr mal rumschwimmen, weil ganz ehrlich, ich habe diesen Warper gesehen. Und der macht mir sowas von Angst. Warte, kann ich über das Höhlensystem vielleicht rüberlaufen? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ich habe so keine Orientierung. Ja, warte, hier war ich doch schon. Okay, warte, bin ich jetzt trotzdem auf der richtigen Seite? Wie ist das passiert?
Übrigens habe ich ab und zu ganz kurz Frame-Einbrüche. Ich hoffe, das sieht man nicht in der Aufnahme. Ich bin mir nicht sicher. Falls ja, dann tut es mir außerordentlich leid. Ich habe es schon auf Mittel gestellt, aber mein PC will manchmal nicht so, wie ich will. Tatsache, ich bin einfach auf der richtigen Seite. Guckt euch das mal an. Okay, kann es... Wie lag das Tablet da? Ohne, dass wir es gesehen haben. Das gibt's doch nicht. Egal. Wir setzen die Tafel ein. Zack. Kraftfeldsteuerung. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Okay, wir... Scans zeigen, dass diese Struktur aus einer Metalllegierung mit einer beispiellosen Beschaffenheit... Alles klar, führ du mal deine Strukturanalyse durch. Ich renne hier in der Zeit durch die Hallen und hoffe, dass mir keine Feinde begegnen. Sieht aber ziemlich leer aus. Das sieht sehr fancy aus, muss man mal sagen. Es sieht wirklich cool aus. Oh, da vorne ist was Grünes. Vorne ist was Grünes. Da vorne ist was Grünes. Hallo. Oh, Daten. Unbekannte Sprache. Versuche übersetze. Wird das was? haben wir... Okay. Haben wir hier irgendwas auf dem Weg verpasst? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesehen. Ich gehe jetzt hier mal runter, weil ich einfach mal denke, das hier ist der richtige Weg. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, wo ich hin will. Ich will mir aber einfach alles angucken, weil momentan ist es ja ziemlich leer hier drin. Also, es sieht... Oh, was ist das da hinten? Oh, Ionenwürfel. Oh. Okay. Ich habe jetzt einen Ionenwürfel. Das heißt, ich könnte mir noch so ein Tablet craften, sobald ich noch einen Diamant finde. Die Analyse der Muster in den Wänden konnte nicht feststellen, ob ihr Zweck ästhetisch oder funktional ist. Ja, aber die sehen wirklich hübsch aus. Ich mag diesen Look voll. Ich finde das super, super hübsch. Oh, hier ist noch so ein Ionenwürfel. Gib mir die Ionenwürfel. Ja, hier ist noch was. Okay, das sammeln wir auch ein. Datenkonsole. Unbekannte Sprache. Versuche Übersetzung. Ich krieg das bestimmt hin mit der Übersetzung, oder? Das wird doch was. Ich sag, das wird was. Fremde Daten, Daten aus Konsolen. Ist es... Oh, okay. Schema der Vollstreckungsplattform. Wir sind hier scheinbar auf der Vollstreckungsplattform, wenn das, wenn ich da richtig liege. Und die Einrichtung besteht aus dem oberen Technikbereich, wo dieses Schema gefunden wurde, und dem Kontrollraum, der über einen sicher verschlossenen Aufzugsschacht oder ein separates Unterwassertauchdock. Also man kann tatsächlich unter Wasser hier irgendwie rein. Was ist das andere? Das ist wahrscheinlich ein Festkörpercomputer. Wahrscheinlich haben fremde Wesen, die diese Technik entworfen haben, sensorische Fähigkeiten oder einen sensorischen Apparat genetisch entwickelt. Okay, das heißt... Okay, das müssen wir noch ein bisschen angucken. So, wir gehen mal weiter. Wir haben hier nämlich... noch ein bisschen was vor uns, glaube ich. Und zwar, was ist das? Okay, deine beste Möglichkeit, mit dieser Einrichtung in Verbindung zu bleiben, ist... Oh, 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 oh! Übrigens auch mutig, dass der da einfach reinspringt. Also, er sieht ja, dass es bergab geht. Ich meine, dass diese grünen Blubbels da hochfliegen, dass das... Also, das hört... Das sieht er zwar, aber... Ob ich da jetzt wirklich reinspringen würde, mein Leben riskieren? I don't know. Okay, wir sind jetzt im Kontroll... Ah, hier kann man wahrscheinlich unter Wasser rein, oder? Wie es scheint. Ist das was? Ah, hier ist die Luke. Okay, die hätten wir finden können, war aber jetzt nicht so wichtig. Kraftfeldsteuerung. Ist hier nochmal ein Kraftfeld? Warte, müssen wir da durchtauchen? Ah, nee, da ist noch ein Ausgang. Auf geht's zum Ausgang. Und dann machen wir dort irgendwas, was mir bis jetzt noch unbekannt ist. Aber das wird was, okay? Hier, zack. Kontrollraum, oder? I don't know. Was ist das? Oh, warte, hier geht's wieder hoch. Kam ich da jetzt her oder muss ich da jetzt hin? Oh nein, hier war ich noch nicht. Hier ist nämlich ein Ion. Inventarfall. Ich habe das Gefühl, dass die Dinger wichtig sind, deswegen sollte ich... wahrscheinlich mein Inventar nicht unbedingt voll haben. Das heißt, ich trinke einen Schluck. Hom, nyom, nyom. Kann ich was essen? Ich habe nichts zu essen. Auch nicht schön. Notfalls werfe ich ein bisschen Titan ab. Okay, wir nehmen den
Ionenwürfel mit, weil ich glaube, das wäre sonst ein bisschen unvorteilhaft, wenn uns hier am Ende irgendwas fehlt und wir jetzt eine bestimmte Anzahl einsammeln müssen. Für irgendwas. Was ist das hier? Hallo? Was bist du? Das ist irgendeine Art Tor. Können wir das scannen? Oh ja, das können wir scannen. Fremder Bogen! Ich scanne den fremden Bogen. Oh, das sieht so cool aus. Okay, wir wissen jetzt mehr über den fremden Bogen. Die Frage, die ich mir stelle, ist... Fremder Bogen. Was kann ich mit dir machen? Okay, wir müssen das jetzt lesen, scheinbar. Fremder Bogen. Theorien zur Funktion. Zeremonielle oder religiöse Rolle, industrielle Anwendung, fortgeschrittenes Transportnetz. Das wäre cool. Die Frage ist nur, wie transportieren wir uns damit? Ich würde mich gerne mal transportieren. Was ist, wenn dich das irgendwo hinportet und wir geportet werden müssen, damit wir hier weitermachen können? Weil irgendwie ist das ja hier eine Sackgasse. Da geht's jetzt ja nicht weiter, das war's jetzt ja. Man muss jetzt ja irgendwie scheinbar mit diesem Bogen interagieren, wenn ich das richtig sehe. Also, das ist jetzt ja so ein bisschen der Endpunkt, nicht wahr? Fragt man sich natürlich jetzt erstmal als Unwissender, wie? Wie willst du das machen, Ronja? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Was ist das hier? Können wir da irgendwas machen? Nö, wir können uns nur selber scannen. Okay, ich gehe nochmal weg vom Bogen. Vielleicht komme ich aber nochmal hierhin zurück. Alternativ, was ist das hier? Fremdartiges Gewehr. Können wir das selber bauen? Das wäre sehr cool. Nein, Datendownload. Okay, keine Blueprints. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich hätte gerne das fremdartige Gewehr gehabt. Aber man kann nicht alles. Alles haben, bist du mir leid. Ich habe ein bisschen Schluck auf. Also, falls ich abbreche im Wort, dann liegt es daran. Okay, wir gehen jetzt hoch. Okay? Ich glaube zwar... Oh nein, hier ist noch ein Tablet. Oh nein, Inventar voll. Okay, wir werfen ein bisschen Titan ab. Oh nein, wie werfe ich denn Titan ab? Wie werfe ich Titan ab? Wirf ab das Titan. Ah! Okay, Titan abwerfen wird schwierig. Warum habe ich den Seegleiter mitgenommen? Ich hätte den Seegleiter nicht mitnehmen dürfen. Was ist, wenn ich einfach mein Wasser trinke? Ich trinke mein Wasser. Ich brauche ja die Tafel. Die Tafel ist ja schon ziemlich wichtig. Also, die braucht ja auch zwei Würfel und... ein Würfel und zwei Diamanten, um die herzustellen. Also ist die jetzt hier auch nicht gerade günstig. Aber das sagt mir, dass wir hier noch nicht waren. Oh, da vorne ist wahrscheinlich der Eingang, wo wir mit der Tafel hinkommen. Was haben wir hier? Das scannen wir auch mal. Fremdes Gerät. Oh, hallo. Ein fremdes Gerät. Was bist du denn? Wo kann man denn jetzt hier... Oh, der Kontrollraum ist erst dahinter. Aha, okay, hier können wir das Tablet einsetzen. Und dann geht das Kraftfeld weg. Und dann können wir hier rein. Hallo, Kontrollraum, ich bin jetzt hier. Und wir gucken weiterhin nach sinnvollen Dingen. Oh, hier geht's nach vorne. Okay, ich würde sagen, das sieht aus wie der Punkt, an dem wir sein sollen. Interagieren. Ah, okay. Oh, oh. Oh, sie haben meine Hand. Oh nein. Was bist du? Was? Ah. Was soll denn das? Die Kontrolltafel sendet eine Nachricht. Die Übersetzung lautet... Warnung, infizierte Personen können die Waffe nicht deaktivieren. Dieser Planet steht unter Quarantäne. Waffe? Was ist denn für eine Waffe? Hallo? Also mir war nicht klar, dass wir hier eine Waffe deaktivieren wollen. Scheinbar wollen wir hier eine Waffe deaktivieren, wenn ich das, also ich meine, wird jetzt ja nichts, aber... Das war der Plan, ha? Schade. Schade, schade, Schokolade. Ist hier irgendwas oder warum geht's hier runter? Die wollen dich doch einfach nur verwirren. Die wollen sagen, haha, du hast keinen Orientierungssinn, das wissen wir. Die machen Pfeile in beide Richtungen. Scherzkekse, richtige Scherzkekse. Ich frage mich trotzdem, was mit diesem Tor auf sich hatte. Finde ich eigentlich schade, dass man nichts machen konnte. Das ist jetzt irgendwie ärgerlich. Jetzt kommt beunruhigende Musik. Hey, jetzt sind wir weg. Nice. Okay, ich würde sagen, wir gehen raus hier, oder?
Also, das führt ja zu nichts. Also, ich glaube, das war so ein bisschen das Endziel, was wir hatten, diese Waffe zu deaktivieren. Aber das hat jetzt dann ja nicht geklappt. Ich gucke einmal noch bei diesem. Oh, nevermind, ich dachte, hier gehe ich zum Bogen. Gehe ich jetzt einfach hier raus? Oder versuche ich den Ausgang wieder, den Hauptausgang? Weil ich glaube, das ist ja auch, wo das Schiff ankommen sollte. Und da unten sind diese blöden Warper, die machen mir eh Angst. Da bin ich ja eh beunruhigt. Komme ich hier hoch? Oh, ja, ich komme hier hoch. Ich kann das nicht lenken, aber wenn ich durch die Hallen laufe, lenke ich. Okay. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Was ist das hier? War ich schon? Ich will dahin. Ich habe einen Orientierungssinn. Der ist fantastisch. Ich habe auch nie jemanden gesehen, der sich so gut irgendwo ausgekannt hat. Und direkt wusste, wo er hin möchte. Egal, wo er war. Das ist absolutes Träumchen. Und er sollte wahrscheinlich alle neidisch sein. Auf mein gottgegebenes Talent. Okay, ich glaube, hier ist tatsächlich der Ausgang. Ich glaube, hier kommen wir raus. Momentchen mal. Ich bin so gut. Okay. Gut, ich würde sagen, das war's dann auch. Für diese Folge Subnautica, die Playlist blende ich euch wie immer hier einmal an der Seite ein. Ich habe gerade die gleichen Gesten gemacht wie sonst immer. Es tut mir leid, noch habe ich keine Facecam. Ich arbeite daran, dass es wieder... Das wird, ich glaube, morgen oder so, sollte die wieder funktionieren und da sein. Also entschuldige ich die kurze Zwischenpause. Okay, ich würde sagen... Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniert den Kanal. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!